Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite mit dem Herrn Sofort und mir dem Herrn Gleich. Ja, wir wollen einfach mal auch mal wieder Fortnite-Action hier zeigen und ja, und hier haben wir den Bus. Okay, also haben ein Match hier rausgesucht, gerade wo der Herr Sofort den Frostwing-Glider ein paar Mal zum Einsatz gebracht hat. Was war das gewesen? Wie hieß das? Höhenrausch, ne? Das war ein Höhenrausch-Modus, ne? So, ja, und lass uns einfach mal dabei ein bisschen anschauen und mal kommentieren, was da so alles passiert ist. Auf jeden Fall mega cooles Match. Ich war total geflasht. Normalerweise, wenn ich parallel mit ihm zusammenspiele, sehe ich ja nicht wirklich, was er da so macht. Aber das fand ich ziemlich crazy wieder. Ja, und da ist er, der Frostwing Glider. Mega. Mega geil. Kannst du mal um den herum? Boah, wie geil sieht das denn aus, Alter? Alter, wie geil sieht das denn aus? Das ist so krank. Das Ding ist so krank. Übel. So, da baut er sich ein. Wie war das? War auch gleich am Anfang schon eine da gewesen, ne? Nee. War doch gleich am Anfang eine im Haus, oder? Nein. Okay. Er gleich hat mir Harley dazu geflogen, Leute. Weil er wollte unbedingt den Gleiter sehen. Ich wollte den Gleiter unbedingt sehen, weil ich finde den so. Ja, habe ich ja in dem Video, in dem anderen Video gesagt. Er hat ihn ja nicht. Nee, ich bin noch am überlegen, ob ich momentan meinen DeLorean dafür umtausche. Jetzt triggert er mich nochmal mit Zurück in die Zukunft, weißt du, damit er den Frostwing leider alleine hat. Richtig. Er gleich hat nämlich... Ich bin am... Muss es gewesen sein oder so von der Schule angekommen und dann sagt er gleich: Oh, guck mal, wie cool, was ich mir gekauft habe auf meinem Account. Ich bin in DeLorean halt. Ne, ich habe ihn gefragt. Ah, was ist das Video? Der war tot. Das war, den habe ich schon tot gegeben. Ja, der war jetzt schon tot. Okay, da hat du hattest die Taschenfestung geworfen, ne? Nein, er hat die Taschenfestung. Er hat die Taschenfestung geworfen. Genau, und dann war da noch die Truhe, die war aber verdeckt von der Taschenfeste. Ja, genau. So. Erstmal hast du jetzt die Truhe gesucht. Mhm. Wo ist die Truhe? Doch. Ich bin rausgegangen und hab nach Gegner geguckt. Ich hab noch Schlüsse gehört von denen. Aber dann habe ich mir das nicht passiert. So. Ich wusste ja, wo die ist. Da hinter der Taschenfeste, genau. So. Da unten war jetzt einer drin, das weiß ich nicht. Da habe ich vernichtet. Ach, da drüben sind welche, ja, genau. So, das war jetzt auch crazy. Das war richtig crazy. Dann hat er erstmal ihm da unten die Trap reingesetzt und ihn dann zugebaut. Aber der hat es noch geschafft, das zu überleben. Und dann hat er ihn hier unten gekillt. Also, hat auch gedacht, what? Er hat halt gehört, dass unter ihm jemand war, runtergesprungen, und das war umgedreht, das war Trap war gesetzt. Achtung, Leute. Oh, was ist das für ein komischer? Ja, das war Trap. War. So, das war auch crazy. Dem Typen da hinterher. Ein Hit. Dann. Ja. Drei. Dann. Jetzt war er tot. So, das war Kill Nummer 3 schon, glaube ich, ne? Kill Nummer 3. Das war Kill Nummer 3. So, aber es geht ja weiter, so. Man kann ja nicht in der Wiederholung gleich sehen, dass du die Dinge nicht gemacht hast, ne? So. Dann jumpt der noch ein bisschen rum. Schau mal an. Ah, was hat er sich hinten drauf? Den schwarzen Ritterschild. Um zu zeigen, Leute. I'm dangerous. Wollen wir nicht einen Kommentar machen? Ja, machen wir doch. Ja, aber momentan passiert ja erstmal nicht viel, außer dass du dir da jetzt halt eben ein. Was war das gewesen? Ein Schildtrank reingedrückt hast, ne? Nee, das war ein Medkit. Trinke ich nicht. So, jetzt
Wird noch ein bisschen hier hinten abgebaut. Und raus geht's weiter zu den nächsten Gegnern. Ja, der, was hältst du momentan von dem Plunger? Ziemlich geil. Den benutzt du doch in einer Tour. Ja, eigentlich immer. Also. Der Plunger ist auch mega, mega fett. Das Ding ist echt cool. Ich liebe das Teil auch inzwischen. So. Der Plunger und die Plunge-Ex. Na, schauen wir mal. Jetzt war auf der Suche nach Gegnern. Ja, ich wusste halt nicht, wo Gegner sind. Noch ein bisschen gefarmt erstmal. Ich habe Ultra Fast Farming betrieben. Ultra Fast Farming, ja genau. Ich Throwdown. So. Oh, da habe ich den Ausgang gesehen, das war witzig. Und jetzt, Achtung, genau aufpassen. So, also. Der hat ja gar nichts drauf. Der Typ wird angeschossen, dann wird er angeplanscht, wird nochmal angeschossen, der dreht sich nicht mal um. Ey, solche Gegner hätte ich gerne mal, ja? Ich verstehe das überhaupt nicht. Der Typ wird mehrfach angeschossen, der Planscher war direkt bei ihm gewesen. Es gibt immer mindestens ein paar Nukes in einer Gruppe. Ja, aber auf die treffe ich irgendwie nicht, weil du die meistens tötest schon, bevor ich überhaupt da hinkommen kann. Sind die ja meistens schon tot. Solche Gegner kriege ich gar nicht ab. Ja, meistens, wenn ich zu dir komme und dann sind das Gegner, die ja, mit denen du schon Probleme hast und das deswegen ein bisschen länger dauert. Dann komme ich da hin und dann habe ich halt jemanden, der eben nicht nur sich nicht umdreht. Wenn man ihn abschießt. 10-mal geschätzt. Das ist ungefähr so wie der Gleichfall, den müsst ihr euch das vorstellen. Das stimmt nicht. Ich schieße der gleich an und der dreht sich nicht um. Das stimmt überhaupt nicht. Der wundert sich. Das ist überhaupt nicht wahr. So, und jetzt haben wir hier die nächste Action. Das ist halt mega geil jetzt hier. In dieser Blase da. Ich weiß nicht genau, gibt es dafür einen speziellen Namen? Schwerelosigkeit. In dem Schwerelosigkeit. Anti-Gravity-Feld. Wenn ich jetzt Physik könnte, dann wüsste ich den Fachbegriff. Wahrscheinlich Anti-Gravity. So, dann der Typ ging mir richtig auf. Der ist abgehauen, der ja. Ist halt. Und dann bin ich einfach gesprochen. So, jetzt macht er jetzt Spider-Man und jetzt nochmal ausgepackt den Gleiter. So geil, das Ding, Hammer. So, ja, jetzt wird von da oben noch auf ihn geschossen. Aber der jetzt erstmal zerlegt. Bam. Launchpad mit eingesammelt. Der oben auf dem Berg ist immer noch da und der, ja, der spammt auch schön runter. Ja. Dann hautnah Modus, da gibt es das nicht mit Spammen. Oh ja. So. Jetzt sind wir. Alter. Jetzt sind wir in diesem. Oh ja, da wird jetzt nochmal unten gefightet. So. Ja, sofort. Am Start. Kampf vorbei, Herr sofort mit einem Stissel. So, und das ist natürlich auch mega geil, wie hoch man da fliegt. Ne? Das ist echt der Hammer. Ja, Leute, müsst ihr mal ausprobieren hier schön in diesem Anti-Gravity-Feld mit dem Plunger. So, den auch nochmal schön zerlegt. Sich nochmal ein bisschen hochgeheilt. Ja, das sieht schon geil aus, ne? So sieht der cool aus irgendwie. Ja, nö, so aus dieser Sicht, die du eben gerade kurz reingemacht hattest. Ja, jetzt musst du nicht. Das
Kriegst du gerade irgendwie so hin? Ah, jetzt. Geil. Geilo. So. Und auf der Suche nach dem nächsten Gegner. Gefühlt. Sechs. Gefühlt hat er irgendwie fast alle, die da noch übrig waren, dann auch noch ausgeschaltet. Aber einen hast du nicht bekommen. Das hatte ich gesehen gehabt zwischendrin. Das war dann. Ich habe gedacht, das wird wieder so eine Runde, wo er den Rest der Gegner alle zerstört. Da kommt nochmal der Frostgleiter. So geil. Zeig nochmal von vorne, zeig nochmal von vorne. Wow. Mega fett. Und da oben, der Typ in der da Base. Oben hat einer diese neue Base gebaut. Wie heißt diese Base nochmal? Die heißt, wir nennen sie einfach Castle. Das Castle? So, ja, das Ding sieht natürlich. Das Ding sieht einfach mega fett aus, ne? Ist schon relativ groß, muss man sagen. Relativ. Ja. Ja, der Typ wollte mich verarschen. Ja, der hat da schön eine Falle reingeplaced. Aber darauf achte ich immer. Ja. Mache ich auch gerne, aber bis jetzt ist es mir noch nicht gelungen, damit einen zu killen. Die dachten, das ist ja meine Falle, Leute. Ja. Genau in die gleiche Stelle geplaced, in der Hoffnung, wenn der andere Typ nochmal kommt. Da ja. War einer. Ja. Bam, da war. Ja, oh nein, da war, Leute, ja. Der war nicht mit dem Rocket Launcher getötet, sondern mit der Scar. Wir können aber ganz kurz hier gucken. Einen Moment, wir gehen mal zurück. So. Mach mal auf, Leute. Zack. Und dann. Wir mal gucken in Zeitlupe. So, Leute, der war nämlich nicht mit dem Rocket Launcher getötet. Okay. So, Achtung. Die Rocket fliegt aber trotzdem. Einen Moment, bevor sie auf dort. Eins, zwei, drei. Tatsächlich, ja. War eigentlich war er vorher schon von der Scar vernichtet worden, ja. Bevor die Rocket überhaupt eingeschlagen hat. Mhm. Das ist mir gar nicht aufgefallen, das ist absolut recht, ja. Hammer. Er kann sich ja noch dran erinnern. Okay. Das ist mir in dem Match auch gar nicht aufgefallen, dass du den, echt? Dass du den vorher mit der Scar schon gekillt hast. Ich hab gedacht, den letzten mit der Rocket getötet. Ja. Okay, ja, weiter geht's. Auf der Suche nach dem nächsten Gegner. Wir haben immer noch 4 Kills übrig. Sensationell bis jetzt gelaufen. So. Ich bin ziemlich gelangweilt. Ja, ist jetzt erstmal ein bisschen da rumgejumpt. Und wartet natürlich auf den nächsten Gegner. Müsste auch bald dann einer kommen. Ne? Jetzt auch wieder den Frostleiter ausgepackt. Jawoll, mega geil. Da hat sich eine schöne Brücke hochgebaut. Hab den Gäste-Leute. Ich glaube, den hast du nochmal getroffen, dann direkt danach. Ne? Nein, ich glaube nicht. Genau, so und der hat jetzt mit der Heavy Sniper ein paar Mal versucht, den Herrn sofort zu treffen. Jetzt baut er sich 2 Ramps hoch und jetzt kommt der Clash hier. Jetzt wird von hinten wurde auch nochmal auf ihn geschossen, ne? Deswegen hat er eben gerade nach hinten auch sich zugebaut. Mhm. So. Ja. Immer drauf nachkommen, Leute. Und von links, wenn man sieht, in der Stadt wird auch bereits gebaut. Das heißt also, die nächsten Gegner sind auch schon direkt in der Nähe. Klar, der eine, der sowieso von denen auf hinten, von hinten nochmal auf den geschossen hatte und dann in der Stadt auch nochmal. Also ist, eigentlich seid ihr jetzt relativ im Sandwich, sag ich mal. War mir egal. So, da hab ich direkt was gemacht, ich hab ihn gegeben. Ihr hört ja, der so. War schon crazy. Aber es geht weiter.
Ja, sofort ist ja noch nicht durch in der Runde. Wie viele kommen noch? Kommen immer noch 3 Kills. So, jetzt holt er erstmal. Ja, da oben, den habe ich getötet, Leute. Den habe ich getötet. Den holt er jetzt erstmal runter. Ja, erstmal den Baum getroffen. Aber der ist selber runtergesprungen, ne? Ja. Der ist selbst runtergesprungen. Ja, der hat mir falsch gemacht. Ja, ja. Ja, klar, durch diesen Höhen. Ja, da ist er wieder. Der ist auch noch weiter. Jawohl, so. Natürlich gleich hinterher. Beziehungsweise sofort hinterher. Und ja, das war natürlich auch gemein, ne? Der hat das überlebt, ne? Also der Herr sofort hat hier die Falle geplaced, erstmal schön die Bridge drüber gesetzt. Und das war richtig fies. Das war richtig fies. Nach links die Rocket geschossen, nach rechts geschossen und der Typ war ja, der wusste ja gar nicht mehr, wo er hin soll, ja? Und, ja, war er tot. das war echt übel. Aber gut. So. Wie schaut's aus? Noch zwei Kills. Die 2 Kills noch. 2 Kills folgen noch gerade. Ich kann mich noch dran erinnern, bei 3 Leuten, wenn da 3 Leute gelebt haben, habe ich 10 Kills gehabt. So, da hinten ist der nächste Gegner auch schon. Und ja, das macht halt hier in diesem Modus, bringt das halt nichts. Das hast du dann, glaube ich, auch gesagt, komm, schieß mich da runter, ja, kannst mir eh nicht wehtun, ne? Ja. Ja, irgendwie sowas hast du da gesagt. So, okay. Hat er da eine Tür reingebaut? Okay. Ja, damit war der dann auch weg. Und jetzt gibt es nur noch einen Gegner. Und den hattest du erstmal suchen müssen. Ja, und den hattest du erstmal suchen müssen. Die beiden hatte ich suchen müssen, weil sie beiden am Campen waren. Ja, die beiden haben sich ziemlich versteckt, ne? Mhm. Ja. Ja, das glaubt der eine, der hat sich noch selbst im ja, Sturm gekillt. Ja, im Sturm, ne? Da hat sich extra. Hat aufgegeben. Das war auch crazy, ja. Also auf Leute, ich hab kurz geguckt, ob da jemand drin ist. Erstmal eine Rocket reingefeuert. Hätte ja sein können, dass sich da irgendeiner verkämmt. Also Leute, wenn ihr in der Runde seid mit einem Herrn sofort, stellt euch nicht in so ein Häuschen da rein, das ist tödlich dann. Weil, ja, geht die Tür auf, bist du tot. Da habe ich jetzt so eine Fake Base gebaut. Vielleicht denken sie ja, ich bin da drin. Oder bin da drin. Ach, hast du extra als Fake Base gebaut, ja, okay. Das war eine Fake Base. Da, guck mal. So, und da ist auch schon der Gegner, da richtig? Ich schon das Schild weggenommen. So. Und dann ein Bouncer. Und der ist jetzt einfach geflohen. Der ist einfach abgehauen, der Typ. Ja. So, und da hinten ist dann auch schon der Border. Guck, und er rennt immer weiter Richtung Border. Er rennt weiter Richtung Border und er... Ja, jetzt kommt nochmal der Drache. Ja, der Drache kommt. Er kommt, der Drache. So. Ja, und jetzt... So, jetzt geht der gegen mich auch. Achtung. Er kommt halt nicht raus und der Herr sofort hat sich gewundert. Ja, komm doch. Okay, na, der ist dann aber da kam keiner mehr. Und dann war er tot. Ja, und dann hat er sich umgebracht, oder? Ich will das ja gar nicht gucken. 2 Leute sind noch am Leben. Ja. Ich war so sauer auf diese dumme Ratte. Ne? Weil das war ein Kill, den er mir einfach weggenommen hat. Ja, der ist einfach im Border. Also wenn du das siehst, ne? Ist absolut böse gemeint. Ist absolut böse gemeint. Okay. Solche Spiele hasse ich ja, ne? Dass sie, wenn sie aufgeben, töten sie sich einfach selbst, dass derjenige keinen Kill bekommt. So was hasse ich. So, jetzt fällt. Ja. Bin ich ja hier im Modus. Ja, ich weiß, aber ich wollte den trotzdem mal. Ja, klar, ein bisschen ärgern. Bisschen runterschwuppen lassen.
So. Dann habe ich ein bisschen rausgeworfen, weil ich wusste, der ist halt schlecht. Ist aber irgendwie nicht. Darf man ja, oder? Und da habe ich dann. Komm, ich geh auf den Grund. So, und das war ein Level 100er. Ja, und? So, den Level 100er, mit dem hat er dann noch gespielt. Ja, naja. Okay, also war auf jeden Fall ein mega krasses Match. Ihr habt jetzt auch ein paar Mal den, ja, den Drachengleiter live gesehen. Ja, und oh, wenn es euch gefallen hat, lasst uns mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, läutet die Glocke und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Action. Mit dem Herrn sofort. Läuft die Bell, oder? Ring my bell. Oh baby, ring my bell. Ring.